Beginn der automobilen Mobilität am Anfang des 20. Jahrhunderts sind Tankstellen für Benzin und Diesel aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Noch ist das so, aber wie lange noch? Begeben Sie sich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit der Mühlhäuser Tankstellen, auf eine Reise durch über 100 Jahre Tankstellengeschichte unserer Stadt. Zur Tankstellengeschichte von Mühlhausen gehört auch, wer wann welches Auto fuhr und wie die motorisierte Entwicklung in Mühlhausen verlief. Dazu veröffentlichte Karl-Heinz Kramer 2 ausführliche Bücher. Wissenswert ist aber, dass der Chefarzt des städtischen Krankenhauses, Dr. Hans-Simon Böckmann, nachdem die Straße am oberen Schadeberg benannt ist, das erste Automobil der Stadt fuhr. Es war ein Wartburg aus Eisenach. Das zweite private Kfz von Mühlhausen, dessen Besitzer der Tierarzt Stammmeier war, kam ebenfalls aus Eisenach. Das dritte Mühlhäuser Automobil war ein Piccolo und gehörte der Familie Simon. Dieser wurde um 1905 bei der Firma A. Ruppe und Sohn AG in Apolda gebaut, wog 340 Kilo, hatte 6 PS und brachte es auf 40 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mitte der 1930er Jahre kamen in Mühlhausen bereits 33 private Kraftfahrzeuge auf eine Tankstelle bzw. Zapfsäule und der Literpreis für Benzin betrug 38 Reichspfennig. Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang die Fahrzeuge, die in Mühlhausen gebaut wurden. Dazu zählt unter anderem der Leicht-Lkw der Firma Klees & Flentje, welcher 1903 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, und die Möwe-Motorräder der Firma Walter & Co. Auch ist es ganz gut, wenn man etwas über die Ölkonzerne weiß, denn die heute bekannten Namen wie BP, Shell, Aral und Esso hießen oft in den Anfangsjahren ganz anders. Natürlich wird auch die DDR-Marke Minol in diesem Reigen nicht fehlen. Beginnen wir mit den wichtigsten Daten zu Aral. 1898, Gründung des Benzolverbandes in Bochum. 1927, Wechsel der Logofarben von Gelb-Schwarz zu Blau. 1952, Umbenennung des Benzolverbandes in BV Aral AG. 1962, Streichung des Namens Benzolverband. 2002, Aral wird vom BP aufgekauft. Ebenfalls 2002, Umrüstung aller deutschen BP-Tankstellen auf Aral. Weiter geht es mit BP. 1904, Gründung als Deutsche Petroleum-Aktiengesellschaft, DPAG. 1917, Eingliederung in die Anglo-Persian Oil Company, APOC. 1953, Umbenennung in British Petroleum Company. 1957, aus Olex BP wurde die BP Benzin und Petroleum AG. 2002, Übernahme von Aral. Auch heute noch weltweit präsent ist Esso. 1863, Gründung der Standard Oil Company in den USA als Dapol. Markenzeichen der Dapol war der Indianerkopf. 1911, Aufspaltung in den USA in 34 Unternehmen, unter anderem in ExxonMobil, BP und Shell. Ab 1930, Vertrieb in den USA unter dem Namen Esso. 1950, Umbenennung der DAPG in Deutschland in Deutsche Esso AG. Die Muschel ist das Markenzeichen von Shell. 1890, Gründung der Shell Transport and Trading Company in London. Ab 1897, Förderung und Raffinierung von Öl. 1907, Zusammenschluss der niederländischen Royal Dutch Petroleum Company und der englischen Shell Transport and Trading Company zur Royal Dutch Shell Gruppe. 2005, Fusionierung der beiden Unternehmen zur Royal Dutch Shell PLC. PLC bedeutet Public Limited Company und ist die englische Form der deutschen Aktiengesellschaft. Unter dem Zeichen des Minol-Pyrols kommen wir nun zum DDR-Ölkonzern Minol. 1949, Gründung des VEB Minol. Minol sind die Anfangsbuchstaben von Mineralöl und Oleum, dem lateinischen Wort für Öl. 1956, Gründung des VEB Kombinat Minol. Gründungsgesellschaften waren die Deutsche Kraftstoff- und Mineralölzentrale DKMZ,
und die deutsch-russische Nabta AG Debrunat. 1990, Umbenennung des VIB Minol in Minol Mineralölhandel AG. 1993, Verkauf an die Elf Aquitaine und die Thyssen Handelsunion AG. 1995, Übernahme durch den französischen Totalkonzern. Da aber, wie schon erwähnt, die damaligen Namen der Firmen nicht die gleichen waren wie heute oder durch Zusammenschlüsse und Aufspaltungen andere Firmennamen entstanden, hier im Kurzüberblick die alten und ihre heutigen Namen. DAPG, Standard, Dapolin, Dapol und Esolub sind heute Esso. Murtalin ist seit 1927 in Deutschland unter diesem Namen vertreten. Leuna, Minol und Elf Aquitaine sind heute Total. Olex und die DPVG sowie Aral gehören zu BP. Viol gehört heute zur H&R SRS Ecotherm GmbH. Nitag war bis 1956 die deutsche Gasolin Nitag AG und Rhenania Ossag gehört heute zum Shell-Konzern. Tankstellen oder Säulen waren das eine, die Lagerung der verschiedenen Mineralöle das andere. Um die Apotheken, Drogerien und Tanksäulen zeitnah zu versorgen, gab es ab etwa 1900 am Mühlhäuser Güterbahnhof ein Öllager, in dem vorwiegend Fässer a 1 Barrel gleich 159 Liter gelagert wurden. In einer alten Zeichnung von 1896 ist das Öllager im östlichen Bereich des alten Güterbahnhofs vermerkt. 1911 kam ein 50.000 Liter Tank für Petroleum hinzu, der 1922 auch für Benzin genutzt wurde. Seit 1929 wurden dort Mineralöle aller Gefahrenklassen gelagert. Beliefert und unterhalten wurde das Bahnlager durch die Deutsche Petroleumverkaufsgesellschaft. Das Lager befand sich auf einem Pachtgrundstück der Spedition August Helbing, der die Apotheken und Drogerien über seine Spedition mit Öl und Benzin belieferte. Ab 1923 ging die Lagerverwaltung auf die Firma der Gebrüder Kleinschmidt über, die unterirdische Tankanlagen beantragten. Da die letzten Vermerke zum Mineralöllager am Mühlhäuser Bahnhof aus dem Jahre 1929 stammen, ist anzunehmen, dass es in den 1930er Jahren aufgelöst wurde. Die Vorgeschichte des Tanklagers am Wendewehr reicht bis in die Militärzeit zurück. Im Oktober 1913 wurde die Wendewehrkaserne belegt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges entstanden dort neue öffentliche Gebäude, zum Beispiel für das Finanzamt, den Zoll, das Katasteramt und den Fuhrpark der Reichspost. Die Reichspost ließ 1930 zwei 10.000 Liter Tanks unterirdisch einbauen. Im Dritten Reich wurden alle Bauten wieder militärisch genutzt. Das Gelände wurde vergrößert, die ehemalige Posttankstelle erweitert und ein Bahngleisanschluss kam hinzu. Nach Kriegsende 1945 wurden die Tanklager, die die Tankstellen belieferten, unter Treuhandverwaltung gestellt und später enteignet. Aus einer Akte vom 6. September 1949 geht hervor, dass die deutsch-russische Nabta AG Zweigstelle Erfurt einen Teil des ehemaligen Kaserngeländes am Wendewehr erhalten hat. Sie bittet gleichzeitig um eine beschleunigte Bearbeitung der Anträge für die Errichtung eines Treibstofflagers. Die Lagerkapazität sollte 216.000 Liter betragen. Am 1. Januar 1956 übernahm das VIB-Kombinat Minol, das aus der Deutschen Kraftstoff- und Mineralölzentrale DKMZ und dem VIB-Kraftstoffvertrieb hervorging, das Tanklager. Im Jahr 1993 beabsichtigte die Minol Südtank GmbH auf dem Gelände eine neue Tankstelle zu errichten. Das wurde in einem Schreiben vom 16. September 1993 durch die Stadt Mühlhausen abgelehnt. Auch ein Jahr später wurde das gleiche Vorhaben des französischen Mineralölkonzerns Elf Aquitaine noch abgelehnt. Erst Anfang 1997 genehmigte die Stadt Mühlhausen den Bau einer neuen Tankstelle auf dem ehemaligen Tanklagergelände, die am 27. April 1997 eröffnet wurde. Betreiber war der französische Elf Aquitaine Konzern, der 1993 die Minol Mineralölhandel AG gekauft hatte.
2003 wurde Elf Aquitaine mit allen Tankstellen von Total übernommen. Die ehemalige Tankstelle Wilmzig am Wendewehr hatte, außer der räumlichen Nähe, nichts mit der neuen Tankstelle zu tun. Etwa 50 Tankstellen gab es einst im Mühlhäuser Stadtgebiet. Ungefähr 25 gesellten sich im Altkreis Mühlhausen hinzu. Natürlich gab es diese nicht alle zur gleichen Zeit und auch Bildmaterial ist meist Mangelware. Trotzdem möchte ich versuchen, von möglichst vielen Zapfstellen etwas zu erzählen. Beginnen wir mit einer der ältesten Tanksäulen der Stadt. Obwohl, eigentlich gehört die Zapfsäule am Kur- und Pensionshaus Waldfrieden eigentlich zur Gemarkung Eigenrieden. Schon um 1920 ließ der damalige Eigentümer Prokopf dem Trend der Zeit entsprechend eine Benzinzapfsäule vor dem Pensions- und Kurhaus errichten. Platz war genug vorhanden und so konnten auch Kunden bedient werden, die nur auf der Durchfahrt waren. Wann genau die Säule in Betrieb ging und wann sie wieder entfernt wurde, ist nicht genau zu sagen. Sie soll aber neben der Tankstelle am Untermarkt eine der ersten in Mühlhausen gewesen sein. Wenn man es richtig betrachtet, so gab es am Untermarkt nicht nur eine Tankstelle, sondern mindestens zwei. Die erste Tankstelle am Untermarkt war eine Tarpaulin-Zapfsäule in Höhe der Brückenstraße auf dem ehemaligen Töpfermarkt. Sie wurde 1922 errichtet und von der Firma Schreiber und Osterhagen betrieben. Unter dem Bürgersteig befand sich ein Tank mit einem Fassungsvermögen von etwa 1500 bis 2000 Litern. Die Stadt Mühlhausen verpachtete 2 bis 5 Quadratmeter Gehweg für die erforderlichen Ehrtanks für 100 Reichsmark pro Jahr. Eine Erweiterung des Tankvolumens am Untermarkt auf 2700 Litern lehnte der Magistrat von Mühlhausen im Februar 1925 ab. Sehr lange stand die Zapfsäule aber nicht. Im November 1928 unterbreitete die Deutsch-Amerikanische Petroleumgesellschaft der Stadt Mühlhausen das Angebot, eine Großtankstelle mit zwei Zapfsäulen zu errichten und keine Konkurrenz hier zuzulassen. Mit einem Bauentwurf der renommierten Firma Carl-Louis Müller und der Zusage zum Betreiben der Tankstelle durch die Firma Schreiber und Osterhagen wurde in einem weiteren Gesuch vom 3. Juni 1929 dem Bauvorhaben zugestimmt. Am 1. Februar 1930 erfolgte die Dichtheitsprüfung und die Großtankstelle Untermarkt war eröffnet. 1934 erfolgte eine Erweiterung der Tankstelle. Das Tankwärterhäuschen wurde vergrößert, ein neuer 7000 Liter Tank kam in die Erde und es wurden unterirdische Toilettenanlagen, die sogenannten unterirdischen, gebaut. Ab 1948 pachtete Paul Hirt die Tankstelle, die damals noch durch Esso betrieben wurde. 1953 übernahm der VEB Kraftverkehr Erfurt Werkstatt und Tankstelle am Untermarkt, die ab 1956 durch den VEB Minol beliefert wurde. Am 1. September 1967 wurde die Tankstelle geschlossen. Sie diente während des Um- und Neubaus des Hotels Stadt Mühlhausen den Arbeitern als Bauunterkunft und wurde auf Beschluss des Stadtrates vom 5. August 1968 im Frühjahr 1969 abgerissen. Nicht so alt war die Tankstelle an der Burg. Sie wurde im Herbst 1929 errichtet und mit der Druckprüfung für den 5000-Liter-Tank am 5. September 1929 eröffnet. Versorgt wurde sie durch die Brikettvertriebs GmbH Erfurt. Diese Gesellschaft handelte auch mit dem damals neuen Leuna-Benzin. Leuna-Benzin war der Markenname für einen von der IG Farben synthetisch hergestellten Autokraftstoff. Der Entwurf zu diesem kleinen Fachwerkhaus stammte vom Mühlhäuser Architekten Friedrich Schäfer. Pächter war Karl Radau, der über Jahre die kleine Zapfsäule betrieb. Sie war Tag und Nacht vorwiegend für Taxiunternehmen geöffnet. Später diente das Häuschen als städtische Bedürfnisanstalt, bis es am 19. Juni 1992 durch das Technische Hilfswerk Münster im Rahmen einer Katastrophenschutzübung abgerissen wurde. Eine der drei Tankstellen, die es während der DDR-Zeiten in Mühlhausen noch gab, war die in den 1930er Jahren entstandene Shell-Tankstelle in der Eisenacher Landstraße 1. Sie zählte mit zwei Zapfsäulen zu den Großtankstellen. Eine Nachkriegserhebung aller Tankstellen in Mühlhausen ergab, dass hier zwei Tanks à 3000 Liter vorhanden waren. Während des Krieges war die Tankstelle geschlossen und an die thüringische Maschinen- und Fahrradfabrik Walter & Co. vermietet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Firma Holzapfel die Tankstelle. Die Firma Holzapfel betrieb die Werkstatt hinter der Tankstelle. Später war sie Vertragswerkstatt für Wartburg und F9, zu der noch B1000, Multicar und der polnische Zug hinzukamen. Mit der Gründung des VEB-Kombinat Minol im Januar 1956 dürfte auch diese Tankstelle Minol angegliedert worden sein. 1978 erteilte der VEB Minol den Auftrag zur Umgestaltung der Tankstelle. Es wurden die Standspur bis zum Stieg zweispurig verlängert und der Kreisel zur Dieselabgabe südlich neben der Tankstelle angelegt. Das waren die letzten Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Nach der Wende 1989-90 war die Tankstelle noch kurzzeitig in Betrieb. Mit der Übernahme von Minol durch den französischen Konzern Elf Aquitaine im Jahre 1993 wurde sie geschlossen. Eine weitere Mühlhäuser DDR-Tankstelle war die Tankstelle Wilimzig. Seit den 1920er Jahren betrieb die Kraftverkehrsgesellschaft MBH Sachsen-Anhalt bereits eine Tankstelle am Wendewehr. Otto Schmitz, der die Mühlhäuser Autohallen Mitte der 1920er Jahre gründete, ging um 1927 mit seiner Autoreparaturwerkstatt ebenfalls ans Wendewehr. Aus der Urkunde des Benzolverbandes, später Aral, aus dem Jahre 1937 geht hervor, dass er bereits 1927 eine Tankstelle dort gehabt haben muss. 1929 waren auf dem Tankstellengrundstück bereits zwei Mineralöltanks mit insgesamt 8700 Litern Fassungsvermögen. 1930 kamen nochmals zwei 2000 und zwei 3000 Liter Tanks hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die sowjetischen Besatzungstruppen ihre Treibstoffvorräte hier eingelagert, weil die Tankstelle beschlagnahmt war und damit der sowjetischen Militäradministration in Deutschland SMAD unterstand. Am 28. Januar 1957 meldete Horst Wilimzig das Tankstellengewerbe an. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte er die Tankstelle am 1. November 1957 wieder eröffnen. 1968 wurde sie dann durch den VEB Minol erneuert. Die alten Benzinhandpumpen wurden durch gebrauchte elektrische Zapfsäulen ersetzt. Die Tankstelle am Wendewehr war bis zur Wende 1989-90 optisch unverändert, aber immer zuverlässig bis zu ihrer Schließung für ihre Kunden da. Die dritte Mühlhäuser Tankstelle, die den DDR-Tankstellenkahlschlag 1949 überdauerte, ist die Tankstelle an der Aue. Sie ist die einzige alte Tankstelle der Stadt, die heute noch existiert. Zur Geschichte. 1852 beantragte der Maurermeister Otte, eine Ziegelei vor der Nikolai-Vorstadt bauen zu dürfen, und zwar zwischen den Nummernsteinen 0,21 und 0,23 an der Landstraße nach Wanfried. 1861 war Christian Schäfer der Besitzer und die Hausnummer lautete St. Nikolai 204. 1884 entfernte man den Chausseegraben und legte einen Fußweg an. Karl Haberstolz erwarb im Dezember 1889 einen Teil des Grundstücks, das nun die Hausnummer Wanfrieder Straße 83 trug. Am 29. August 1897 erhielt Haberstolz die Genehmigung zum Aufstellen eines Lokomobils. Das war eine mit Diesel betriebene Dampfkesselanlage mit Antriebsrad für Transmission. 1929 ließ Werner Haberstolz einen 6000 Liter Treibstofftank auf seinem Hof einbauen. 1932 war die Tankstelle offiziell eine Standardtankstelle. 1938 wurden die Garagen und ein Ölkabinett gebaut. Die Ölwagen verschwanden aus dem Tankstellenbild. Am 9. Januar 1939 wurde die Tankstelle von Arthur Rösener übernommen, der sie bereits seit 1936 gepachtet hatte. Die Tankstelle gehört seit 1939 nicht mehr zum Haberstolz-Besitz. Von 1949 bis 1956 erfolgte die Versorgung durch die Kraftstoffzentrale und dann durch den VEB Minol. Es dauerte noch bis zum Anfang der 1960er Jahre, bis die alten Vorkriegssäulen durch Minol-Tanksäulen ersetzt waren.
Bis zur Wende 1989-90 änderte sich am Erscheinungsbild der Tankstelle nicht viel. Der letzte Minol-Kunde tankte 1990 noch an der alten Tankstelle. Danach erfolgte der Umbau zu einer modernen Tankstelle, die unter dem Namen Honsel an altgewohnter Stelle zu finden ist. Mit Arthur Rösener und dem Jahre 1939 begann die Familientradition dieser Tankstelle, die zunächst mit seinem Neffen Günter Rösener sowie später mit Günter Mauf und Jörg Ackermann bis heute fortgesetzt wird. An die Tankstelle am Kreuzgraben werden sich einige ältere Mühlhäuser noch erinnern. 1927 beantragte die Firma Haft & Völker eine Dapolin-Tanksäule. Am 27. November 1929 schloss die Deutsch-Amerikanische Petroleumgesellschaft mit der Stadt Mühlhausen einen Mietvertrag über 3 Quadratmeter Grundfläche zur Errichtung einer Dapolin-Tankstation neben der Werkstatt ab. Der Mietzins betrug 100 Reichsmark im Monat. Ein 9000 Liter und ein 600 Liter Tank wurden eingebaut. 1935 ging die Firma Völker in die Lutherothstraße. Der neue Besitzer Fritz Hoffmann bekam am 23. September 1936 an der Ecke Kreuzgraben-Hauptmannstraße 225 Quadratmeter zum Bau einer modernen Tankstelle. Auch Hoffmann betrieb seine Tankstelle weiter mit Standardbenzin, später Esso, aber auch mit Benzin vom Benzolverband, später Aral. Am 23. September 1965 übernahm Eva Rinneberg die Tankstelle, die dazugehörige Werkstatt übernahm das Brauhaus Mühlhausen als Betriebswerkstatt. Am 22. April 1968 wurde der VEB Minol über die bevorstehende Schließung der Tankstelle durch ein Schreiben der Volkspolizei informiert. Als Schließungstermin war der 30. September 1968 festgesetzt. Als Gründe für die Schließung wurden der mangelnde Rückstauraum für die Fahrzeuge, die Nähe zur Kreuzmühle und der Bau einer Bushaltestelle bei der Hauptmannstraße vorgebracht. Die verlassene Tankstelle diente noch nach 1990 der Kirmesgemeinde Mönchgasse als zeitweises Kirmesdomizil. 1997 wurden Tankstelle, Werkstatt und die Burgbrauerei abgerissen. Die Raudis-Garagen befanden sich direkt neben dem Coburger Hof, einem der bekanntesten Gasthäuser der Georgivorstadt in der Sondershäuser Straße 17. Auch ein Waschplatz war vorhanden. Erstmals werden die Raudis-Garagen 1926 erwähnt. Es war eine Standardtankstelle und hatte 1927 zwei 4500 Liter Tanks. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tankstelle bis 1967 von Erhard Schröder geführt. Dem Neubau der Straße der DSF standen der Coburger Hof und die Raudis-Tankstelle im Wege und wurden 1968-69 abgerissen. Die Firma Gundermann gab es schon in den 1920er Jahren, vielleicht sogar früher. 1935 pachtete die Firma Gundermann 2 Quadratmeter Fußweg vor der Werkstatt in der Kilianistraße 46 für die schon bekannten 100 Reichsmark. Ungewöhnlich war, dass damals keine Zulieferfirma oder Benzinsorte angegeben wurde. Ein Vertrag mit der DAPG Hannover vom 31. Dezember 1940 wurde deshalb kurzerhand zurückdatiert. Damit könnte es sein, dass die Tankstelle erst unter dem neuen Besitzer Walter Albert in Betrieb genommen wurde. In einer Nachkriegsdokumentation des Gewerbeamtes vom 23. November 1948 heißt es, die Zapfstelle der Deutschen Gasolinegesellschaft Berlin in der Kilianistraße 46 ist geschlossen. Es besteht nur noch die Autoreparaturwerkstatt. Auch eine recht unbekannte Tankstelle dürfte die Tankstelle Völker in der Lutherothstraße gewesen sein. Nachdem 1935 die Firma von Friedrich Völker ihre Tankstelle mit Werkstatt am Kreuzgraben verkauft hatte, eröffnete sie eine neue Autowerkstatt in der Lutherothstraße 8, Ecke Kettengasse. Ab den 1950er Jahren war dort ein Betriebsteil von Autoflott.
Die Tanksäulen, die 1948 mit einem Tankvolumen von insgesamt 3000 Litern angegeben waren, wurden meist für die Betankung von Kundenfahrzeugen genutzt. Wann genau die Tankstelle geschlossen wurde, ist nicht bekannt. Auch die Tankstelle Vorreiter ist den Mühlhäusern eher wenig bekannt. Sie entstand um 1929 in einem Garagenkomplex auf dem Hinterhof der Wanfriederstraße 71-72. Zum Teil sind die Garagen auch heute noch erhalten. Die Dapolin-Zapfsäule war mit einem 5000-Liter-Tank ausgestattet. Albert Vorreiter betrieb neben der Tankstelle und der Garagenvermietung auch eine Autovermietung und eine Werkstatt. Bei der Nachkriegserfassung 1948 stand ohne Namen und Datum Tankstelle der DAPG in der Wanfriederstraße 71-72 geschlossen. Die Standardtankstelle in der Langensalzer Landstraße Ecke Viktoriastraße wurde 1927 erbaut und von Martin Kabisch betrieben. Sie hatte 1928 zwei 3000 Liter Tanks. Vermietet an die Deutsche Volkspolizei und versorgt durch den VEB Kraftstoffvertrieb, später Minol, wurde die Tankstelle bis zum Ende der 1960er Jahre betrieben. Später, nach dem Abriss der Überdachung, war dort ein kleiner Konsum mit der Adresse Themannstraße 23C zu finden. Das Haus, um das es nun geht, wurde im Jahre 2000 abgerissen und befand sich gegenüber dem Verwaltungsgebäude der Firma Klees & Flentje, dem späteren Heeresversorgungsamt sowie dem VPKA Mühlhausen. Die Gebrüder Fiedler betrieben am Anfang des 20. Jahrhunderts in den zwei Ladenlokalen, die sich rechts und links der Toreinfahrt befanden, ein Geschäft mit vielseitigem Warenangebot. 1929 richtete der Mitteldeutsche Automobil- und Zugmaschinenvertrieb, später Ford und Chrysler, eine neue Werkstatt auf dem weitläufigen Hinterhof ein. Die Friedrich-Garagen waren nach der Friedrichstraße benannt, wie die heutige Karl-Marx-Straße bis 1950 hieß. Um 1930 ließ die DAPG einen 5000-Liter-Tank einbauen. Der Brikettvertrieb Erfurt GmbH als Alleinvertreiber der Deutschen Gasoline AG Berlin übernahm den Tankstellenbetrieb mit der Auflage, dass kein Tankbetrieb auf dem Bürgersteig stattfinden darf. Fritz Öste, ein Taxi- und Busunternehmer, war Mitte der 1930er Jahre Pächter von Garage, Werkstatt und Tankstelle. Noch 1955 wurde ein neuer Benzinabscheider beantragt. Ob diese aber nur für den Werkstattbetrieb oder auch für die Tankstelle vorgesehen war, ist ungewiss. Wann genau der Tankstellenbetrieb in den 1960er Jahren eingestellt wurde, ist nicht bekannt. Auch das Möwewerk hatte einmal eine eigene Tanksäule. Schon am 6. Februar 1923 beantragte die Thüringische Maschinen- und Fahrradfabrik Walter & Co. GmbH, Benzin in patentierten, feuersicheren Behältern lagern zu dürfen. 1929 gab es einen Erdtank mit einmal 3000 und einmal 800 Litern. Die Zapfsäule wurde seit 1929 durch die Firma Walter & Co. betrieben. Sie stand auch noch einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg den Fahrern des Rates des Kreises Mühlhausen wahrscheinlich bis Mitte der 1960er Jahre zur Verfügung. In der Petrivorstadt gab es ebenfalls einige Tankstellen. So auch die von Wilhelm Eisenhardt. Er ließ sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem elterlichen Grundstück in der Mittelstraße 131 mit einer NSU-Motorradhandel- und Vertragswerkstatt nieder. Am 21. Januar 1926 erhielt Eisenhardt die Baugenehmigung für eine Dapolin-Tankstelle, die durch die Deutsch-Amerikanische Petroleumgesellschaft beliefert wurde und einen 800-Liter-Tank hatte. In schwachen Jahren reparierte er auch Radios und später Wehrmachtsmotorräder. Sein Hauptstandbein blieben aber die NSU-Motorräder. Die drei Abbildungen zeigen Originalkino-Werbung der Firma W. Eisenhardt. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb der Fahrzeughandel der staatlichen Handelsorganisation HO vorbehalten und Eisenhardt stellte seine Werkstatt auf die Reparatur von MZ-Motorrädern um. Die Tankstelle dürfte es zu jener Zeit schon nicht mehr gegeben haben. Der Werkstattspruch von Wilhelm Eisenhardt war: Borgen ist zweimal Pech, die Ware los, der Kunde weg. Alte Kraftfahrer erzählen, dass Eisenhardts beste Reklame war, wenn seine Töchter auf einer Wehrmachtsseitenwagenmaschine über den Blubach knatterten. Das soll ein echter Hingucker gewesen sein.
Seit etwa 1921 war die Firma Asche und Born am Kilianskraben ansässig. Zunächst war nur ein Ausstellungsraum in der Nummer 4 für die Präsentation von Automobilen angemietet. Dieser gehörte zum Eisenwerk Thuringia des Fabrikanten Alfred Schuchart. Nach dessen Tod erwarb Wilhelm Born das gesamte Anwesen. Zuvor trennten sich bereits die Wege der beiden Firmeninhaber Asche und Born. 1924 eröffnete Manfred Born eine Olex-Tankstation. Um 1928 wurden einige Um- und Ausbauarbeiten ausgeführt, welche auch den Einbau einer größeren Tankanlage im Eingangsbereich beinhalteten. Zwei Zapfsäulen mit zwei neuen Tanks mit jeweils zwei 2400 Liter und 2900 Litern kamen hinzu. Auch das Haus Kilianskraben II gehörte zu Autoborn, wie sich die Firma nach dem Ausscheiden von Asche nannte. Ab dem 1. Januar 1932 übernahm Moritz Born den Betrieb, der mittlerweile vier Tanksäulen, den Autoverkauf und eine Werkstatt umfasste. Mit vier Tanksäulen der Firma Shell, Benzolverband, Leuna und Viol war dies wohl die größte Tankstelle der Stadt. Seit 1933 nutzte Karl Zwinkau die Ausstellungsräume in der Nummer 4, bis er 1954 mit seinem Bosch-Dienst in die Langsalzer Landstraße 32 ging. Nachdem der Firmeninhaber Moritz Born 1939 zum Militärdienst einberufen war, übernahm sein Vater Wilhelm und sein Bruder Walter bis 1950 die Geschäftsleitung. Bei der schon erwähnten Nachkriegserhebung des Gewerbeamtes zu den Mühlhäuser Tankstellen 1948 wurden drei Tanksäulen unter Außerbetrieb und eine Säule mit 2500 Liter Tank als Inbetrieb aufgelistet. 1950 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassen, flüchtete Moritz Born 1956 nach Westdeutschland. Die Firma wurde vom langjährigen Meister Paul Redemann als Minol-Tankstelle weitergeführt und das Vermögen bis 1959 vom Steuerberater der Familie Born verwaltet. Danach wurde der Rat der Stadt Mühlhausen als Treuhänder eingesetzt, die Firma enteignet und das Grundstück an die kommunale Wohnungsverwaltung der Stadt verkauft. Im Zuge der Neugestaltung des Kiliansgrabens und dem Bau der DSF wurde die Tankstelle 1969 geschlossen und abgerissen. Der Hof diente dem VIB OGS bis zur Wende als Zufahrt zu ihrem Lager. Nun ist es in Mühlhausen ja so, dass die Stadt auch gern von Touristen besucht wird. Vor allem um 1920 reagierten die einst zahlreichen Hotels der Stadt auf die Bedürfnisse der motorisierten Gäste mit Unterstellmöglichkeiten für deren Fahrzeuge. Das waren oft einfache Garagen, die teilweise sogar beheizt waren. Einige boten den Gästen aber auch die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge vor Ort zu betanken. Dazu zählten unter anderem das schon erwähnte Kur- und Pensionshaus Waldfrieden, das Hotel Grüne Linde in der Kürmer Straße, das Bahnhofshotel Hohenzollern in der Friedrichstraße, das Hotel Deutsches Haus in der Wanfrieder Straße, das Hotel Erfurter Hof in der Erfurter Straße, der Preußische Hof am Untermarkt, der Reichshof in der Augustastraße und das Waldhotel Kurhaus am Stadtwald. Wenn auch nicht alle Tankstellen der Stadt in dieser Dokumentation aufgeführt sind, so kann man im Buch Mühlhäuser Tankstellengeschichten über einige von ihnen einiges mehr nachlesen. Außerdem gibt es, wie diese Sondermünze der DAPG, einiges Sehens und Wissenswertes, was nicht direkt etwas mit Tankstellen zu tun hat. Dazu zählt auch das Mühlhäuser Kilometerbuch von 1935, in dem man die Entfernung zu anderen deutschen Städten ablesen konnte. Etwas, was kein Kraftfahrer gern hat, ist ein sogenanntes Knöllchen oder die verhassten Punkte in Flensburg. Die Ahndung von Verkehrsverstößen ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Aus der Zeit der DDR kennen wir auch die Stempel. Eine Legende in diesem Zusammenhang war in Mühlhausen Stempelmeier. Bis heute durchschauen die wenigsten seine Stempellogik und auch bei der Löschung dieser hatte er sein eigenes System. Mit der Wende verteilten nicht mehr Polizisten die Knöllchen, welche uns von den alten Bundesländern als Mitbringsel der Einheit aufgedrückt wurden. Stadtangestellte, Politessen genannt, übernehmen seither diesen unbeliebten Job. Aber schon in den 1930er Jahren gab es für Verstöße gegen die Reichsstraßenverkehrsordnung ein Knöllchen, wie diese Aufnahme zeigt.
noch einmal zurück zu den Tankstellen. Auch im Altkreis Mühlhausen gab es einige von ihnen. Einige habe ich, da Bilder vorhanden, für diese Doku herausgesucht. Da wäre einmal die Tankstelle Merz in Heyerode. Sie bestand seit den 1930er Jahren und verkaufte Standardbenzin. Die Zapfsäule war umschaltbar und das Benzin wurde in zwei Tanks gelagert. Die Tanksäule in Heyerode war während der Kriegszeit eine der wenigen Tankstellen, die Treibstoff an die Bevölkerung frei abgeben durften. Nach Kriegsende wurden die beiden Tanks nicht wieder befüllt und der Betrieb eingestellt. Die Säule wurde Anfang der 1950er Jahre durch ein Militärfahrzeug umgefahren und nicht wieder aufgestellt. Die Ammerschen Tankstellen befanden sich in der Mühlhäuser Straße 18 und 23. Die Standardzapfsäule mit fahrbarer Pumpe gab es seit 1. März 1932. Am 6. April 1937 genehmigte die Gemeinde die Erweiterung der Tankstelle. Eine feste zweite Säule wurde installiert und eine Überdachung neu errichtet. 1945 wurde die Tankanlage durch die sowjetischen Besatzer demontiert. 1933 eröffnete eine Shell-Tankstelle in der Mühlhäuser Straße 23. Der Mechanikermeister Fritz Reichel betrieb neben der Tankstelle eine Werkstatt für Fahr- und Leichtmotorräder und einen Taxibetrieb. Die Tankstelle hatte zwei Zapfsäulen und wurde ebenfalls 1945 geschlossen und abgerissen. Die letzten Tankstellen dieser Doku sind die in Schlotheim. Der Schlotheimer Kurier erinnerte bis vor ein paar Jahren an den ehemaligen Standort einer Olex-Tanksäule auf dem Schlotheimer Marktplatz. Sie wurde in den 1920er Jahren aufgestellt und durch die Drogerie Memel betrieben. Wann sie geschlossen und abgebaut wurde, ist mir leider nicht bekannt. 1935 kaufte der aus Sachsen stammende Paul Blei die Gaststätte zur Weintraube und errichtete eine Tankstelle mit Werkstatt und Fahrschule. Neben weiteren Benzinsorten führte Blei als einer der wenigen in Thüringen die rein deutsche Benzinsorte Viol. Nach dem Krieg kam Diesel als extra hinzu. Im Winter 1971-72 wurden die alten Vorkriegssäulen und Erdbehälter durch neue Minol-eigene ersetzt. Im Winter 1984-85 erfolgte eine weitere Modernisierung der Tankstelle. Mit der Wende 1989-90 verloren die alten Verträge ihre Gültigkeit. Frau Krause, Leiterin der Tankstelle in dritter Generation, eröffnete am 1. Januar 1994 eine BFT-Tankstelle. 2007 wechselte sie zu AVEX. Dank der Recherchen und den daraus erstellten Aufzeichnungen des ehemaligen Tankstellenbetreibers und Tankwarts Günter Mauf entstanden sowohl diese Dokumentation als auch das etwas ausführlichere Buch. Auch bei allen anderen Beteiligten, die durch Informationen oder Bilder die beiden Projekte vorangebracht haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, die kleine Reise durch die Tankstellengeschichte von Mühlhausen und Umgebung hat Ihnen gefallen.